Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Battlefield 1. Wir sind auf der Suche nach Matteo, unserem Freund, unserem Kumpel. Wir sagten, wir lassen niemanden zurück. Obwohl wir das locker hätten tun können. Einfach mal so verschwinden. Aber Arditi tut dies nicht. So, müssen wir schon wieder rüberkommen. Ohne dass wir den Raster verlassen. Uiuiui, es geht dort los. Geht's da wieder ab? Ich wollte raus aus den Gräben, aber als ich italienische Schreie hörte, wusste ich, meine Freunde sitzen in der Falle. Sehr gut erkannt. Total tot. Egal, wo ich suchte, es war zu spät. Ich war allein unter Geistern. Irgendwie wusste ich, dass Matteo noch lebte. Okay, hier ist mal niemand mehr. Außer Tote. Ach du kleine Güte. Was haben wir noch für eine Waffe mit dir da? Kann man das da schon? Ja. Tada! Was haben wir noch da drin in den Kisten? Das wird eine Granate sein, okay. Oder drüben, hier sind die. Dich will ich. Nein, dich will ich eigentlich nicht, aber. Wie macht dich? Haha. Sehr gut. Alles gut, meine Freunde. Alles wird gut. Alles wird gut. So, weiter. Mir jetzt nicht helfen. Muss ich zugeben. Oh, es wird wieder Tag. Oder wird es wieder Nacht? Da steht mal einer von uns. So, dann mal einen Blick. Das Kiel, dann wollen wir mal sehen, was ist das erwartet. Dann hätte ich schon gerne nicht gewusst, was ist da drüben auf diesem Berg los. Vor allem, ich da reinstürze mit meiner. Plus Ultra-Rüstung. Gerade mal, glaube ich, ein Kind stapelt. Da, da steht einer. Neben mir. Wow. Hätte ich auch lieb. Da geht rüber. So, wie gehen wir denn da vor? Fliegen Flugzeuge herum. So ist der Captain jetzt. Der sich verstecken will. Nicht ihr, Penner. Da steht er ja. Geht er weg. Er hat mich gesehen, eindeutig. Ach, Flammen, der Feuer ist scheiße. Oh, wie ein bisschen anders. So, da hinten, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Nicht sehr praktisch gerade, aber wir überleben es. Wir werden es überleben. So wie immer. Wir sind Überlebenskünstler. Glaube ich schon langsam. Wie der ist tot. Au! Ein Penner. Alter, was hier, was hier, was hier, was hier. Nein! Ich fress den Controller auf. Luca Vincenzo Ciacciola. Wieder mal gestorben. Ich esse den Controller auf. Das gibt's ja nicht. Das gibt es ja nicht. So, wo gehen wir denn hin? Ja, hier sind die Punkte. Suche Matteo. Wir gehen hier zum Punkt 1. Wir kämpfen uns dann durch den Punkt 2 und Punkt 3. Ah, den Weg kennen wir schon. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen anders. So. Praktischer, ich finde, aber gut. Ja, da drüben stehen wir, der trifft uns gehört, ne? Dann geht er mal vorbei. So, da liegt einer mit. Ich wollte raus aus den Gräben, aber als ich italienische Schreie hörte, wusste ich, meine Freunde sitzen in der Falle. Egal wo ich suchte, es war zu spät. Ich war allein unter Geistern.
irgendwie wusste ich, dass Matteo noch lebte. Ich auch. Ich wusste auch, dass Matteo noch lebte, deswegen wechseln wir mal die Waffe. Wir gehen jetzt auf Fritzi. Fuck. Da noch. Hallo? Ah, hier, Codex. Kiste. Elternbuch, dankeschön. Das ist eins von fünf, das wir wischen. So, kurz mal hier einen Blick riskieren. Da sind immer Leute von uns, das ist gut. Ich weiß nicht, dass wir da sind. Versteckt sich mal von uns. Versteckt sich mal auf der Rüber. Auf der Rüber. Und jetzt war's das mit dir. Mit dir ebenfalls. So, wow. Danke. Okay. Setzen wir mal auf eine Seite für uns. Da müssen wir Flammenwerfer vertypt, das wissen wir ja schon. Wann kommt der daher? Das Problem ist, die haben die bessere Waffen als wir. Naja, ich weiß, der. Wie ballert dieses Geschütz verdammt? Gib mal eine Deckung. Ich kann hier sterben. Ich hätte gerne ein paar von denen mitnehmen. Soll ich endgültig ins Gras beißen? So, da rüber. Ich muss einen anderen Weg einschlagen, nicht den direkten. Den indirekten, und dann direkt wieder dann an einer anderen Seite heißen. Angesichts der Dinge, die ich sah, Tesoro, musste ich mir immer wieder sagen, dass ich noch nicht tot war. Zum Beispiel? Feuer. Überall Feuer. So, der ist mal weg. Muss ja immer die Schritte haben. Ich merke das schon. Kann man das in die Reichweite? Geschützen. Da zieht viele stehen. Aber da ein Problem damit. Ja, der trifft mich doch. Ja, reparate mich. Schieße nicht auf mich, schieße auf die anderen Italiener. Ja, machen wir Leben. Vielleicht kann man da mal unterstützen, wenn man es wert ist. Das ist etwas. Ah, bitte was. Nicht viel, aber etwas. So. Was da da jetzt ist? Ja, was das jetzt auch wirklich sind, kann ich nicht genau sagen. Ob das Österreicher sind, noch nicht so. Wo ballert denn dieses Geschosse, wo stehen denn die? Da drüben sind die. Da steht so ein fettes Zeug. Und wie mache ich das von hinten wieder? Die Frage muss ich noch beantworten. Hey, du stehst mir im Weg, mein Freund. Die habe ich echt lieb, mein Kamerad, aber. Hier steht sie zwar schon sehr im Weg. Sind wir runter? Ja, ins Gebiet zurück. Upsi. Ah, sind wieder im Gebiet. Nachladen. Was du nur mit Lappen fährst. Das ist doch nur im Gebiet. Das ist gut. So, du bist nur weg. Alter. Das ist jetzt in Verwendung. Nein, gut. Er muss hier irgendwie vorgehen. Es geht nicht anders. Ich muss vorwärts gehen. So, wir haben uns die Brücke. Das ist schon mal was wert. Ich
Scheiße, die Hafen. Das ist prägend. So, da gibt es ein paar Warnungen mit. Aber der da. Da geht's jetzt rund. So, müssen wir irgendwie hoch. Runter, runter, runter. Schwimmen, ich bin wieder ins Wasser. Zum Wasser. So. Die Rüstung fehlt mir schon irgendwie. Die war schon cool. Das ist zu gut. Die Rüstung war ganz erledigt hier. Was? Luca Vincenzo Giorgiola. Wo war der? Wo war dieser Typ? Ich verzweifle hier langsam. Ich verzweifle echt. Das gibt's doch nicht. So, jetzt muss ich da wieder rüberlaufen. Suche Matteo. Ist hier irgendein Geschütz, mit dem ich das andere Geschütz ausschalten kann? Schlecht. Unten ist mal einer von uns, okay. Ich brauche irgendetwas. Ja, ich gehe schon ins Kampfgebiet zurück. So. So, ab geht's hier raus. Das Problem ist, dass der so weit trifft. Penner. Ich wollte raus aus den Gräben, aber als ich italienische Schreie hörte, wusste ich, meine Freunde sitzen in der Falle. Egal, wo ich suchte, es war zu spät. Ich war allein unter Geistern. Irgendwie wusste ich, dass Matteo noch lebte. Natürlich lebt Matteo noch, was ist das? Und hier oben ein Geschütz. Was ist mit dir? Komm, Elfe, hilf mir! Komm, hilf mir! Oh, Penner! Keine Hilfe! Ist da oben ein Geschütz? Da oben wird was angezeigt, aber was ist da oben? Ja, nix. Möglichkeit, was ist da oben? Dieses fette Geschütz am Start. Kann was machen, ist die Probleme. Jesus. Ich hab mich gerade entdeckt. So, und dann wieder. Ja. Oh. Upsi. Ich hab wohl kurz zu springen. Ich hab auch zu. Bitte. So, da stehen wir sicher. Wie gehen wir hier vor? Ja, adesso di peso, paparazzi, di cazzi. Wie sitzt dieser Flammenwerfer? Treffer! Und tschüss. Du bist für mich weg hier. Du bist nämlich bin. Nachdem er da ein bisschen in die Luft geflogen ist. Das Geschütz sieht mich auch hier. Das ist schlecht. Echt schlecht. Wieso? Wieso sieht mich das? Das kann man nicht sehen. Er steht hinter einem Baum. Das Geschütz. Er steht hinter einem Baum. Hier. Ja, schieß halt her. Sehr okay. Penner. Nach vorne heißt nichts, wird jetzt nichts, dann ist die Aufnahme vorbei, aber nichts erreicht. So. Angesichts der Dinge, die ich sah, Tesoro, musste ich mir immer wieder sagen, dass ich noch nicht tot war. Zum Beispiel? Feuer. Überall Feuer. Der war mal wichtig. Danke. Oh!
Wollen wir es fahren? Dann stehe ich doch voll im Feuer. Weg, weg. Tot. Ja, gut. Ganz ehrlich, Luca Vincenzo Cicciola hat es wieder nicht herausgeschafft. Ja, okay. Zack. Tja, ich glaube, das war's für diese Aufnahme. Denn ja, ich schaff's jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich muss jetzt nachdenken, wie ich das mache. Vielleicht spiele ich es nochmal so und werde es dann nochmal probieren. Aber derzeit habe ich keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Aber das wird mich nicht entmutigen, das gebe ich schon zu. Also, diesen Berg holen wir uns und wir finden Matteo. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und viel Spaß beim Weiterschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.